Hallo, mein Name ist Maike Kranz von 123 Effizient dabei. Heute möchte ich Ihnen eine Möglichkeit vorstellen, wie Sie Ihre Ideen, die Sie so haben, wenn Sie vielleicht mal einen interessanten Flyer sehen oder eine interessante Internetseite, ein bestimmtes Thema, einen Artikel in der Zeitung, in einer Fachzeitschrift, wie Sie all diese Ideen, wo Sie denken, ja, das müsste ich auch mal machen, das sollten wir mal umsetzen, wie Sie das eigentlich für sich sammeln und strukturieren können. Da habe ich ein paar Tipps für Sie. Seien Sie gespannt. Die Ideensammlung. Etwas, was man immer braucht. Und deswegen heute meine Tipps dazu, wie Sie eine gute Ideensammlung für sich anlegen. Sie haben sicherlich viele Ideen, so im Laufe des Tages, der Arbeitswoche. Das könnte sein, dass Ihnen irgendwo mal ein Flyer oder eine Anzeige aufgefallen ist, wo Sie sich denken, ah, sowas könnten wir auch mal machen. Das hebst du mal auf. Oder Sie sehen einen interessanten Zeitungsartikel oder einen interessanten Artikel in einer Zeitschrift. Kann natürlich auch im Internet ein besonderer Artikel sein, den sich, ja, genau, das ist wichtig, da müssen wir nochmal drauf zurückkommen. Oder, ja, das wäre für meinen Kunden mal interessant. Ich habe zwar im Moment nicht so einen Fall, aber falls das mal bei uns relevant wird, würde ich mir das gerne aufheben. Oder es entwickelt sich bei einem lockeren Gespräch, dass Sie eine Idee haben und denken, ja, das sollten wir mal verfolgen, da sollten wir dran arbeiten. Nicht jetzt, aber ja, irgendwann mal. Und dann ist es gut, sich da eine Struktur zu überlegen, wie Sie mit diesen Ideen am besten umgehen. Legen Sie sich also eine Ideensammlung an, damit da nichts verloren geht und Sie da auch später darauf zurückgreifen können. Wie kann das aussehen? Zum Beispiel eine Hängemappe. Ja, einfach eine Hängemappe in Ihren Rollcontainer, beschriften mit Ideensammlung und dann dort die Dinge mit reinlegen. Ja, ausgeschnittene Zeitungsartikel, Flyer, kleiner Notizzettel, alles kommt da rein. Ganz einfach eine unsortierte Sammlung, da muss man sich noch keine Mühe mitmachen. Und dann entscheiden Sie, und zwar, dass Sie wirklich, also Sie müssen einmal im Monat, würde ich vorschlagen, sich die Zeit dafür nehmen, diese Ideensammlung durchzusehen. Und dann entscheiden Sie, welche Idee Sie jetzt umsetzen wollen. Und dann planen Sie diese auch entsprechend in Ihren Aufgaben konkret ein. Oder welche Idee vielleicht für einen Kollegen interessant sein könnte. Dann geben Sie ihm den Zettel mit einem kurzen Kommentar. Oder welche Idee Sie noch für später aufheben wollen. Dann kommt es einfach in die Ideensammlung zurück. So, also es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, so eine Ideensammlung anzulegen. Da hatten wir ja mal eine kleine Videoserie zu OneNote. Und da habe ich einfach ja auch gesagt, dass mich an dieser Software begeistert, dass ich dort eben auch Ideen ganz unstrukturiert erstmal zurechtlegen kann und mich später damit beschäftigen kann. Das wäre die elektronische Variante dafür. Ne? Also wer jetzt sagt, Mensch, Hängemappe, nee, ist jetzt nicht so toll. Ich habe meine Ideen auch auf Dienstreisen oder wenn ich beim Kundengespräch bin, wenn ich unterwegs bin, ich brauche das elektronisch. Dann würde ich Ihnen da ein entsprechendes Notizbuch für OneNote empfehlen, dass Sie das da anlegen und dort Ihre Ideen sammeln. Dort können Sie ja, wie schon vorgestellt, auch Screenshots und Artikel aus Online-Magazinen und sowas mit reinstellen oder einfache Ideen, Gesprächsnotizen, solche Sachen. Und dann gilt das Gleiche, was ich jetzt hier genannt habe, auch natürlich für dieses Notizbuch, für diese Ideensammlung. Im elektronischen Format, also einmal pro Monat sich die Zeit nehmen, das einmal durchzusehen und genauso eben zu entscheiden, was Sie mit diesen Ideen weitermachen wollen. Ja, und wenn es Ideen gibt, die sich eigentlich erledigt haben, dann können Sie das natürlich auch wegwerfen bzw. in OneNote dann löschen. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. So erhalten Sie jede Woche sofort umsetzbare Tipps für mehr Effizienz an Ihrem Arbeitsplatz. Melden Sie sich bitte auch zum kostenlosen Newsletter an. Als kleines Dankeschön schenke ich Ihnen mein 24-seitiges E-Book mit meinen 10 besten Tipps für mehr Effizienz und Produktivität im Büro. Dazu einfach hier rechts klicken und Sie erhalten das E-Book sofort in Ihren Posteingang.